In diesem Video geht es darum, weshalb die Frage warum unpassend ist, gerade dann, wenn du in einer brenzligen Situation bist. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, bis gleich nach dem Intro. Wenn etwas passiert ist, können wir es erstmal nicht mehr ändern. Sich dann die Frage zu stellen, warum ist mir das passiert, bringt dich erstmal keinen Schritt weiter. Das Einzige, wobei dir diese Frage helfen kann, ist die Ursache zu ergründen. Klar, es kann manchmal hilfreich sein, die Ursachen zu erforschen, aber nur dann, wenn ich es danach auch schaffe, sofort auf Lösungsorientierung umzuschalten. Du willst ja wieder rauskommen, oder? Dich wieder gut fühlen, obwohl etwas Unangenehmes passiert ist. Und dafür gibt es drei Fragen, die deinen Blickwinkel verändern und dir enorm weiterhelfen, wenn du mal feststeckst. Wozu ist das gut gewesen und was kann ich daraus lernen? Wie sorge ich dafür, dass sich diese Situation nicht mehr wiederholt? Was kann ich jetzt tun, um aus dieser Situation möglichst schnell wieder unbeschadet herauszukommen? Es geht hier nicht darum, das Geschehene schön zu reden, falls das jetzt im ersten Moment so auf dich wirkt. Was passiert ist, lässt sich nicht mehr ändern. Aber du kannst jetzt daraus etwas schöpfen. Vielleicht deine Berufung oder anderen helfen, denen es auch so ergangen ist. Andere dabei unterstützen, damit sie es schaffen, aus ihrer Lage herauszukommen, in der sie sich gefangen fühlen. Verstehst du jetzt, wie kraftvoll diese drei Fragen sind? Und hundertmal besser als das Warum, welches es dich nur in die Opferrolle reinmanövriert nach dem Motto, warum immer ich? Wenn dir zukünftig unangenehme Dinge passieren, dann konzentriere dich auf diese drei Fragen und schöpfe daraus Kraft für die Zukunft.